Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Queasy, und ich darf euch heute herzlich begrüßen zu Preview von Royal Rumble. Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Queasy, und hat mir ja die 800 Abonnenten erreicht. Dean Ambrose auf Survivor. Oh Mann, nein. Ich bin weiter runtergerutscht. Leute, ich hab es. Ich hab die ultra seltene Karte und es ist Page. Im Titel 5, immer wenn ihr Worlds mal gucken wollt. Ansonsten müsst ihr es selber raus. Und sorry, aber ich will es halt nicht sagen. Ich hoffe auch, dass ihr es auch ein bisschen verstehen könnt, warum ich jetzt nicht erwähnen will, wo man SmackDown so alles auf Englisch gucken kann. Jetzt sehe ich noch meine 3 Kandidaten auf, die das Rumble Match meiner Meinung nach, oder 5-6 Kandidaten, die meiner Meinung nach das Rumble Match gewinnen sollten. AJ Styles, Daniel Bryan, falls er eine ärztliche Ringfreigabe bekommen. Dean Ambrose, Kevin Owens, Brock Lesnar, wen gibt's noch? Heath Slater? Nein, Spaß. Seth Rollins auf Legendär. Dann habe ich noch Sean Cena auf Legendär. Ryback auf Legendär. Und zu guter Letzt als Woman Bayley. Die laufen ein ganzer Haufen wirklich starker Jungs herum. Doch wer ist der stärkste WWE Superstar? Heute bei Wrestling Top 10 die 10 stärksten WWE Superstars. Es ist eine kranke Survivor-Karte, und zwar ist es Brock Lesnar. Wurde er einmal 15-facher World Champion, 5-facher United States Champion, 2-facher WWE World Tag Team Champion. Punches. Und jetzt soll Rusev ausstehen. Ansatz zum Spiel! Nächster Ansatz hierzu. Coole Round! Eventuell für Coole Round! Kevin Owens. Oh mein Gott, Kevin Owens aus SummerSlam. Richtig geile Karte, ich habe mich mega gefreut. The Beast. Brock Lesnar. Das Gehalt von Brock Lesnar macht bestimmt viele andere WWE-Superstars sehr neidisch. Obwohl Lesnar 2015 nur eine begrenzte Anzahl an Auftritten hatte, verdiente er ganze 6 Millionen US-Dollar und ist damit auf Platz 2. Ich würde sagen, das war's von der Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo da, dass ihr mich nicht verpasst. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Naja, das war's auch schon von der Review. Wenn die Review euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Feedback freuen. Und ihr nicht vergessen, damit ihr nichts auf den Kanal verpasst. Und ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Lasst ein Like da, wenn diese Review euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Also dann lasst es einfach so sein. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Review-Preview und so weiter mehr verpasst. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. This for the best times, this for the worst times, and you know life is what you make it. This for the last time, this for the next time, and you know time they never wasted. This for the best times, this for the worst times, and you know life is what you make it. Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Queasy, und wie ihr es auch gesehen habt, das war mein 1000 Abo Special. Es war am Ende ein Best-of und nix mit einer Kamera, nix mit Facecam, auch wenn ich viel mehr geplant habe. Eigentlich habe ich was richtig krasses geplant, aber am Ende habe ich keine Kamera gehabt. Und ich hatte einfach keinen Bock, jetzt noch bis Weihnachten zu warten oder sonst was. Oder ja, das wäre einfach noch ein bisschen zu lange. Und jetzt haben wir tatsächlich über 1000 Abonnenten. Wir haben mittlerweile 1052 Abonnenten, das ist so krass, euer Support. Und so, vor allem wie auf die Universe Mode Videos abgeht, das ist richtig krass. Auf jeden Fall möchte ich mich bei euch allen bedanken, die diesen Kanal abonniert haben, die mich unterstützt haben, mir diese 1000 Abos zu erreichen. Über 1000 Abos sind es ja jetzt schon. Ohne euch, bin ich ganz ernsthaft, hätte ich das alles hier nicht gehabt. Also, ich hätte keine Motivation sonst gehabt, diese Videos hier zu machen für euch. Ich hätte dann einfach keine Motivation gehabt, hier YouTube weiter zu machen, wenn ich kein Feedback bzw. so einen Support habe. Und deswegen möchte ich mich bei euch allen da draußen bedanken. Und schaut auf jeden Fall mal die Videobeschreibung, dabei sind alle Leute, die mich
bis heute an unterstützt haben, diese 1000 Abonnenten zu erreichen. Es sind auch neue Leute, die mich jetzt noch unterstützen. Zum Beispiel so ein Evo Plays, der richtig krasse Designs macht. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Schaut auf jeden Fall auch bei anderen Leuten vorbei. Schaut euch die Videobeschreibung an. Und ansonsten, wie gesagt, danke, ihr seid die Besten. Dann würde ich sagen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.